Ja, so, ich denke, ich bin live. Willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Ich habe mal die Streaming-Software geändert, sprich, bin weg von dem, was ich bisher hatte, hin zu einer Software, die mir ein Freund empfohlen hat. Und wir haben auch vorhin mal ein bisschen an den Soundeinstellungen durch die gespielt. Und ja, so wie es. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir jetzt die Soundprobleme der letzten beiden Videos ein bisschen unter Kontrolle haben. Bin hier noch so ein bisschen auch am Rumtesten, auch mit den Widgets, die ich jetzt eingefügt habe. Man sollte jetzt eigentlich immer sehen, wenn jemand etwas im Chat schreibt. Das sollte hier eigentlich onscreen auftauchen. Ich glaube, das macht es jetzt nicht, aber das werde ich dann vielleicht nachbessern, wenn wir auf den nächsten Stream gehen oder so ungefähr nach einer halben Stunde, wenn ich hier gestreamt habe. Sehe jetzt gerade, ich habe keine Ingame-Uhr damit, wie lange ich stream. Aber auch gut. So, da geht es nicht weiter. Gut, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir suchen einen Weg, wie wir A. Cid zu seinem Heimatdorf zurückbringen. B. Würde ich gerne an meinen Heiler zurückkommen, also an Refia. Die wurde uns ja hier von dem Vater praktisch mitgenommen. Aber eine Cutscene, wunderbar. Sid, du Halunke, schön dich wiederzusehen und nicht mit durch dich durch. Wunderbar. Hoho, sehr lustig, sagt Hagar. Wir wollen den Felsen im Nelf mit dem Luftschiff klein machen. Dafür müssen wir den Bug mit Betrieb verstärken. Meinst du, das schaffst du? Ja, locker, kann er. Mit Betrieb, so das. So. Klingt nicht schlecht. Warte hier und lass mich mal machen. Der Saruman schreibt hier gerade im Chat, dass man das Widget noch in den Quellen hinzufügen muss und dass es aber gehen würde. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Aber anscheinend hört man, was ich sage, weil er reagiert auf das, was ich gesagt habe. Das ist gut. Refia, leg mal Hand an. Alles klar, Hand auflegen, ne? Wie so ein Heiler bei WoW. Nee, Paladin war's. Ganz unten rechts, aber recht klein. Okay, dann ändern wir das auch bei der nächsten Aufnahme. Fertig, dein Luftschiff ist jetzt mit Mithril verstärkt. Es liegt außerhalb des Dorfs. Solide Arbeit wie immer, Tucker. Und das noch super schnell. Ja, geh doch zu Penny. Sorry, Schleichwerbung. So, jetzt geht's aufs Schiff und dem Felsen an den Kragen. Gut, damit weiß ich schon mal, ja, das Widget größer machen. Eine Lektion, die ich auch gelernt habe, das nächste Mal aus dem Teamspeak rausgehen und mich nicht dort muten, weil jetzt die ganze Teamspeak, ja, mir die Ohren voll piept, dass es Aufmerksamkeit möchte, weil ich gemutet bin. Schade. Ihr seid ja vielleicht lahm. Ja, ich bin ja schon mal vorgegangen, ne? Was? Aber ich dachte, solltest du nicht. Wir haben es im Kristall versprochen und außerdem will ich doch kein Schmied werden. Ne, noch kein Schmied, nicht doch kein Schmied. Ja. Man kann den Teamspeak-Sound auch ausmachen, nett. Ich bin Papa dankbar, dass er ein Waisenkind all die Jahre wie sein eigenes Kind aufgezogen hat. Aber das ist etwas, was ich tun muss. Also ist sie gar nicht mal die richtige Tochter. Okay. Hat Lunef jetzt gerade auch festgestellt? Auch heißt das, ja. Also Lunef ist zumindest eins. Okay, Ark ist auch ein weißes Kind. Und jetzt lass raten, Ingo ist hier auch, ne? Ja. Wer hätte es erwartet? Ha, Plot-Twist. Ja, genau, der Kristall muss das gewusst haben. Na klar, der Kristall weiß alles. Ja, genau. Jetzt lasst uns erstmal den Felsen wegsprengen hier, Leute. Wir haben endlich mal einen Clou, was wir machen müssen, und ich bin nicht komplett im Dunkeln. So. Weg damit. Und das sieht aus wie eine Bruchlandung. Ich schau doch mal in die Flasche, wie spät es ist. Ah, ja. Ja, ich glaube, unser Luftschiff hat es zerlegt.
Ja, ich bin zu Fuß eh lieber unterwegs. Ich meine, wer die letzten beiden Streams gesehen hat, die Klassen meiner Person hier kommt nicht von ungefähr, sondern weil ich lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig level. Oh, hier, Kollege. Komm mal her. Volle Truppe, alle diesmal mit. Verdammt, wir müssen zurück. Refia braucht noch ihre neue Ausrüstung. Oh, Sid, genau. Der hat nämlich auch hier, ne? Der hat so einen richtig krassen Hammer dabei. Der mobbt die einfach weg. Ja. Refia braucht noch die neue Ausrüstung. Die haben wir ganz vergessen. Schade. Vielleicht haben wir ja noch so eine Bronze. Nee. Egal, da wir ja reich sind, zumindest für den jetzigen Stand des Spiels. Ah, He-Man! He-Man, He-Man, He-Man. So. Hinfort, Bösewicht. Ich glaube übrigens, das ist der Punkt von den. Hier, wie heißt's? Von dem Beruflevel, weil er hat jetzt nur viermal zugeschlagen und das letzte Mal hat er achtmal zugeschlagen, als wir noch Freiberufler waren. Und wenn ich raten müsste, dann tut diese Freiberuflerklasse auch ein bisschen beeinflussen, wie oft wir zuschlagen. So, aber jetzt erstmal. Oh, weder Schild kannst du tragen. Die können ja gar nichts tragen. Mit Armschienen können sie tragen. Hier, wunderbar. Ja, kauf das. Kann Ark auch so wenig tragen? Ja, genau, okay. Links, rechts habe ich noch nicht gefunden. Was wir aber gleich machen ist, ja, genau, das machen wir gleich. Mit M, ich hab nachgelesen in den Controls, und mit M kann man wohl eine Weltkarte oder eine Karte einblenden. Das heißt, wir könnten dann auch endlich mal mit einer Karte spielen und herausfinden, wo wir eigentlich sind. Was kann Refia eigentlich tragen? Die Mithrilrute nicht, das Mithrilmesser nicht, das Mithril. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was kann der Weißmagier denn überhaupt tragen? M, wir haben eine Karte. Wir haben eine Karte, Leute. Oh, das ist das Falsche. Sehr gut. So. Vielleicht kommt der Sid noch ein paar mit seinem Hammer vorbei. Irgendwann hat er Inkus auch mal ordentlich aufs Maul anscheinend bekommen, wenn ich mir so seine HP angucke. Aber nichts, was uns jetzt irgendwie auch nur annähernd tangiert. Weil die geben mir das so wenig EP, da fand ich das vorher besser. Oh, ein Dorf. Ein Dorf. Lass mich raten. Oh Wunder. Sitz Heimatsdorf. Danke für eure Hilfe. Sagt mir Bescheid, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Genau, wir wollen natürlich ein neues Luftschiff, Sid. Das ist vollkommen korrekt. Ah, okay, aber zuerst müsst ihr mit König Argus sprechen. Ich habe nämlich nur den Rumpf gefertigt. Aber vorher hat er noch behauptet, ne? Er wäre der hier, der krasse Typ, der die Luftschiffe entworfen hat. Ja, aber der König weiß, wie man Luftschiffmotoren baut. Ja, okay. Also zum König, zurück zu Sid. Tschüss, Sid. Wir sehen uns. Ja, ich habe jetzt mal die Steuerung hier von den Pfeiltasten weggelegt hin zu WASD. Das ist irgendwie so ein bisschen einprägsamer. Ja, kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsfunktion. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als diesen verdammten Zoom. Der gefühlt das komplette Erlebnis kaputt macht. So, Home Drive Dash, aber er reist weiter nach 2 Wochen ab. Er sagt, das ist meine Aufgabe. Bla 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 bla. Hallo? Oh, das ist gut.
Also, das ist gut, weil sowas heißt immer, da gibt's eine Quest oder sowas. Alles klar, Berge im Osten, das merken wir uns, da ist ein Drache. Genau. Lass ihn uns finden und hier zurückbringen. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich einfach direkt loslaufen, auf diesen Berg rauf, uns eine ordentliche Tracht Prügel abholen, neu laden und dann mit der Story weitermachen. Ja, hier gibt es neue Briefe. Das Mognet, wie gesagt, meiner Meinung nach etwas, was man nach dem Erfolg von Final Fantasy IX auch in den alten Teil einbauen wollte. So, warum in das Inn gehen, wenn man hier einen Heilbrunnen hat, an dem nichts passiert? Sehr interessant. Ein Rüstungsladen ist immer gut. Hey Typ, verkaufst du was Besseres als Mithril? Nein. Gut, das haben sie eh schon an. Das Mithril-Schild trägt eh nur er. Das haben wir an. Das haben wir auf. Das haben sie auch an. Langweilig. Ich würde sagen, unser erstes Ziel sollte es sein, den Schwarzmagierladen zu finden für unsere Materia oder generell den Magierladen. Ja, da liegt Sid, also Sids Frau, nehme ich an, hoffe ich. Frau Sid wurde krank, als ich weg war. Okay, er sagt, wenn er doch nur ein Elixier hätte. Ein Elixier habe ich jetzt nicht dabei. Auch das legen wir mal im Kopf nach hinten. Drachenberge im Osten und das Elixier für Sid. Ich denke, da haben wir schon zwei nette Items, die wir gleich mal suchen. Ob wir da irgendwie drankommen. Das war nicht richtig. Ich hatte eigentlich, hier war noch irgendwo so ein Inn. Genau, hier. Zack. Oh, hallo, was verkaufst du denn? Ach, guck mal hier, der verkauft Potions. Oh, gib mal 10 Stück, Kollege. Na, verkauft er auch Ether? Hey, Typ, verkaufst du auch? Nein. Schade. Ether wäre jetzt was gewesen, das hätte ich durchaus mitgenommen. Und hier dürfen wir auch nur gegen Geld übernachten. Nicht wie in dem anderen Dorf, wo wir uns einfach ins Bett gelegt haben. Lang lebe der Schmarotzer. So, was haben wir hier? Blitz, 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 Blitz. Haben wir noch nicht. Nehmen wir mit. Blind haben wir nicht. Nehmen wir mit. Gift haben wir nicht. Nehmen wir auch mit. So. In der Hoffnung, dass es jetzt hier nicht neue Waffen gibt. Oder ich muss mal Geld farmen. Ha, ich und farmen. Als hätte ich damit ein Problem. So, Mithril-Rute kann er tragen, hat er. Mithril-Messer könnte nur er. Okay. Großbogen will ich nicht, Eispfeile will ich nicht. Schön. So, wir haben meiner Meinung nach zwei Aufgaben derzeit. Finde den Drachen und töte die Prinzessin. Oder andersrum. Ich bin eine Tänzerin, schau mir zu. Hey. Ich bin absolut entzückt. Geh bitte aus dem Weg und verletz dich dabei nicht. Das war vielleicht genau das, was ich gerade nicht sehen wollte. So. Wasser, Wasser, Wasser. Da gibt es bestimmt später irgendwas, sonst gibt es hier. Wir können in das Wasser. Wir gehen das Wasser lang. Da ist bestimmt eine Kiste. Oder auch nicht. Das ist einfach nur. Da ist eine Kiste. Ein Elixier. Ha! Haha, Sid wollte doch ein Elixier. Hey, Sid, alter Ficker. Ja. Sorry, das habe ich jetzt nicht gesagt. Sid, alter Haudegen. Komm mal her. Hier, hab was für dich. Also für deine Frau. Zack, zack, zack. Hier. Renn doch rüber. Oh, war das das Haus von Sid? Das war nicht das Haus von Sid. So, wir wollen hier hoch, wir wollen hier rüber, wir wollen hier hoch, wir wollen dahin. Nehmen Sie dies. Wo ist es denn? Haha. Mein Husten, er ist weg. Ja, kein Wunder, du hast gerade das teuerste Item im Spiel getrunken oder so.
Ja. Ja, bedank dich mal schön. Und ihr seid so groß geworden, wisst? Also meiner Meinung nach. Okay. Dass Titus behauptet, wir wären plötzlich so groß geworden. Sehr verdächtig. Schön finde ich, dass wir an der Lampe ziehen dürfen. Die dann diese Wand als Illusion darstellt. Ah, wir müssen mit der Frau von Zit reden. Hallo. Oh, schade. Ja, natürlich sind wir vorsichtig, ja. Und immer das Licht ausmachen, wenn wir gehen und die Herdplatte kontrollieren. Und außerdem nehmen wir diese verdammten 8 Schatztruhen blind. Schade, habe ich gerade gekauft. Dann ist wieder gut. Eisenpfeil, oh, schön. Werd nie einen Bogen benutzen. Goldnadel nehmen wir auch. Großbogen, ganz nett. Was? Wichteltod? Potions? Potions sind immer gut. Wichtelbrot, okay, Wichtelbrot, nicht Wichteltod. Hier konnte man noch runter, hier kommt man hier rüber, hallo. Was gibt es hier? Ja, nix, schade. Aber wir zoomen nochmal rein und gehen nochmal ab, weil, wer weiß, vielleicht ist ja irgendwas Lustiges noch da. Aber nein. So, ich würde sagen, dann statten wir mal unseren Schwarzmagier mit lustigen Zaubern aus, oder? Muss ja nicht schon der Schwarzmark. Ah, der Krieger kann nicht zaubern. Ich mir auch denken können. Rein aus Prinzip solltest du noch mindestens Blitz lernen in der ersten. Hallo? Ablegen das hier. Okay. Dann ist das jetzt so. Ah, Schlaf ist das wieder plötzlich. Ah, das ist ja eine Stufe 2. So, Gift. Oder sagen wir noch blind. Oh, blind geht nicht. Doch, blind geht, aber nur zweimal, okay. Ah, man kann da nie genügend von haben. Wir gucken mal Weißmagie rein. Hat bis jetzt nur Vita. Darf noch Poisona lernen. Oh, Vita kann man schon. Läuft bei dem. So, dann würde ich sagen, wir sollen entweder zum König Angus Beef oder wir sollen zum Drachen. Lalalala, der König ist bestimmt open. Hallo. Hallo, Candy. Candy? Oh, irgendwas leckt in meinem Stream. Das ist aber schade. Ich habe 2 Zuschauer. Hallo, 2. Zuschauer. Prost. Ich kann den Stream jetzt schlecht überprüfen. Ich mache mal die halbe Stunde voll im Stream. Und da ich König Angus nicht finde. Ja, ich habe den König nicht gefunden. Wir haben unsere Gruppe ausgestattet. Ich würde sagen, damit gehen wir mal auf Speichern. Hauen uns hier mal den Spielstand rein. Und erkunden ein bisschen unseren Kontinent, den wir jetzt mit Karte neu haben. Aber das sieht schon wieder so sackgassig aus, ne? Also hier komme ich nicht weiter. Aber der Baum ist unser Feind. Haben lustige Chamäleons. Komm, hier, hau das Chamäleon. Vielleicht sollte Lunef da als erstes draufhauen. Und nicht der Schwarzmagier. Okay. Vielleicht sollten da einfach mal alle draufhauen. Und wir schauen uns mal auf. Nee, wir schauen uns mal Feuer auf alle an. So, ich lerne hier gerade noch so ein bisschen die Magiesteuerung. Wir können ja einfach mal ein bisschen Vita schmeißen, ich meine. Das ist ja alles noch so ein bisschen Experimentalphase gerade. Auch mal so raus, so ein Gefühl bekommen, was Feuer an Schaden macht an denen.
88 Gil, das ist gut, da wir gerade unseren Geldbeutel geplündert haben, dass die Berufsstufen steigen, ist bestimmt auch total super. Wie gesagt, so ganz hinten dran gestiegen. Was? Welche Berufsstufe? Ah, guck mal, hier ist der Weg zum Berg hoch. Ah ja, das ist so schön nah am Dorf. Das riecht schon nach einer Falle. Ich schaue jetzt gerade mal kurz in den Status. So, Kriegerstufe 3, Lunef selbst die Stufe 9. Ja, Pipa. 500 EP zum Level Up, okay. Refia 300. Ingus 350. Ja, der Drachenberg. Herzlich willkommen. So, ach, direkt der erste Bosskampf, genau. Der Wein ist stark heute Abend in mir. Ich hätte aber gerne ein bisschen Magie. Ja, hier. Eis. Schön auf alle. Ich finde es schön, dass man einfach eine Gruppe casten könnte, wenn ich wollte. Muss bei Gregor mal rausfinden, was die Spezialkommandos sind. Auswahlklang ist ganz interessant. Ja, vielleicht schon mal, warum spiele ich Final Fantasy 3 derzeit? Ich hatte so ein bisschen die Wahl. Oh, Stein. Stein ist ein sehr unschöner Zustand. Sehe schon, wir müssen hier mal so ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen auch. Ja, warum spiele ich derzeit Final Fantasy 3? Ich wollte eigentlich Final Fantasy 5 spielen. Habe dann festgestellt, dass Final Fantasy 5 meine Monitore leider so ansteuert, dass ich nicht. Ah, Stein. Okay. Dann soll es nicht sein. Dass ich es nicht streamen kann. Habe dann beschlossen, Final Fantasy 7 zu spielen, was. Wo ich einen sehr ausführlichen Walkthrough hätte machen können. Was dann dahin gegangen ist, dass. Ja. Ich feststellen musste, dass Final Fantasy 7 sich bei mir aufgehängt hat, in dem Moment, wo ich es gestartet habe, und habe mich dann für Final Fantasy 3 entschieden. Selbst kennt das Spiel noch nicht, also vom Namen her ja, ich weiß so ungefähr, mit den Charakteren auch was anzufangen, aber das Spiel an sich habe ich so noch nicht gespielt, außer irgendwann mal reingeschaut gehabt. Von daher. Ja, auch für mich jetzt praktisch was Neues. So, wir gehen erstmal ins Inn. 40 Gil, ja, die nehmen wir. Ja, die Monster eben haben wir auch gezeigt. Es ist mal wieder Zeit, ein bisschen die Charaktere aufzupowern. Charaktere aufpowern. Das kann ich. LP und MP wieder hergestellt. Klingt nicht wie Zustandsänderung aufgehoben, genau. Wenn das so ist, sollten wir uns eigentlich mit Goldnadeln eindecken. Leider können wir uns genau zwei leisten. Da war vielleicht die bisherige Reisekassenplanung nicht gut. Ja, das könnte das Ganze jetzt sehr interessant machen, wenn wir diesen Berg hoch sollen. Und laufend versteinert werden und kein Geld für die Goldnadeln haben. Ich persönlich war ja schon mit einem Medica zufrieden. So, wir machen das einfach wie beim letzten Boss. Oder wie mit dem letzten Dungeon. Wir hauen am Anfang alles raus, was geht, versuchen so viel aufzuleveln, wie geht, um am Schluss dann beim Boss ohne Zauber zu stehen. Ich hoffe nicht, dass das passieren wird. So, ich muss ganz kurz hier mal etwas klicken. Der Stream ist gleich wieder da. So. Einfach mal mit allen angreifen. Mit allen angreifen ist immer gut. Zumal Ark ja auch mittlerweile passive 3 Schaden macht.
Aber das klang wie 4 Hits. 4 Hits reichen. So, wir heilen uns auch erstmal. Berufsstufe, Berufsstufe, das ist schön. Wir heilen uns erstmal nur mit Vita. Magie. Nicht von ihm. Von ihrer Vita. Gesamte Gruppe. Schön, hier gibt es den Button. Im Kampf muss ich das noch auswählen. So, es gibt wahrscheinlich eine Tonne versteckter Items, die ich alle übersehe, weil ich irgendwie nicht Z drücke. Für den Zoom. Für eine ganz tolle Fertigkeit, die es, ja, zum Glück nie weiter geschafft hat als in dieses Final Fantasy und auch nur in diesem Remake, weil im Original war das definitiv nicht drin. Und dein Stream ist bei dir auf, man hört dich ganz leise im Hintergrund nochmal. Ah, schön. Ja. Also ich werde gleich nochmal in den Testphase gehen. Nochmal im Stream nachbessern. Juhu. Ich glaube, ich habe gerade den Gegner geheilt. Das war doof. Das passiert, wenn man nebenbei WhatsApp liest, versucht zu komprimieren, im Kopf zusammenzubekommen, was da passiert. Ja, und dann äußerst in den Gegner halt. Wir laufen nochmal runter von dem Berg. Ich speichere gern, ja, wenn ich aus dem Spiel kurz rausgehe und ein paar Einstellungen ändere. So, erstmal eine Runde Eis für alle. Oh, dagegen sind die anfällig. Ja, und ich merke auch selbst wieder, das Spiel ist wieder sehr, sehr laut geworden. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist. So, die Kollegen mögen Eis, haben wir gelernt. Ja, das sind ja auch Feuer errochen, ne? Klar, dass die kein Eis mögen. Wer lesen kann und so. So, das war's jetzt erstmal. Ich mache eine kurze Streaming-Pause. Ich werde meinen Client nochmal neu einstellen und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich werde definitiv heute Abend noch ein bisschen zocken, wenn es heißt Final Fantasy 3 zusammen mit mir. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich lade die Folge wieder auf YouTube hoch und wir hören uns gleich wieder. Bis dann!